Das Thema der lesbischen Häftlinge im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück war lange Zeit umstritten und wurde in Deutschland kontrovers diskutiert. Der Grund dafür sind die unterschiedlichen Auffassungen hinsichtlich des verfolgten Status lesbischer Frauen im Dritten Reich. Es ist bekannt, dass der Paragraph 175, der die Strafverfolgung männlicher Homosexueller regelte und legitimierte, mit Ausnahme von Österreich nicht für Frauen galt. Aber bedeutet Verfolgung stets nur strafrechtliche Verfolgung? Eine zweite Schwierigkeit ist die Quellenlage. Erinnerungsberichte ehemaliger lesbischer Ravensbrücker Häftlinge, die Aufschluss geben könnten über ihre Wahrnehmungen und Erfahrungen in den Haftstätten des Deutschen Reiches, gibt es kaum. Wie die Historikerin Anna Heikova zutreffend bemerkt, wurde es den Frauen angesichts ihrer homophoben Diskriminierung strukturell unmöglich gemacht, Zeugnis abzulegen. Deutlich wird, lesbische Identität ist ein prekärer Status, weshalb über diese weitgehend in Sprachlosigkeit und Unsichtbarkeit existierende Gruppe kaum etwas bekannt ist. In Anlehnung an Gayatri Chakravorty Spivaks Studie über die indische Witwenverbrennung könnte man also auch hinsichtlich der lesbischen Häftlinge im KZ Ravensbrück zu dem Schluss kommen, ich zitiere, »The subaltern does not speak«. Die Spuren der Subalternen bleiben also notwendig entstellt und verzerrt, aus ihnen lässt sich keine Stimme zusammensetzen. Die Aufgabe besteht nun darin, sich mit diesen Entstellungen und Verzerrungen zu befassen, die vielleicht Eindrücke von der Situation dieser Frauen in nationalsozialistischen Haftstätten wie dem KZ Ravensbrück ermöglichen. Da sind zum einen die Akten der Gesundheitsämter, der Ermittlungsbehörden bzw. der Gestapo, die in einigen Fällen erhalten sind. Da sind Dokumente der SS, wie die in der Gedenkstätte Ravensbrück erhaltenen Zugangslisten, die gelegentlich mit dem zusätzlichen Vermerk lesbisch versehen wurden. Und da ist die Ravensbrücker Lagerordnung, die lesbische Kontakte wie auch das Nichtmelden derselben unter Strafe stellte. Ich zitiere, bestraft wird, wer sich in lesbischer Absicht anderen Häftlingen nähert. Lesbisch mit P geschrieben. Schließlich aber gibt es auch die zahlreichen Erinnerungsberichte ehemaliger Ravensbrücker Häftlinge, die sich durchaus auch über die lesbischen Mithäftlinge geäußert haben. Vor diesem Hintergrund nähere ich mich meinem Thema heute gewissermaßen durch zwei Türen. Erstens möchte ich Ihnen die eingangs erwähnte Debatte um die Frage skizzieren, waren weibliche Homosexuelle unter dem NS-Regime verfolgt oder nicht? In einem zweiten Schritt komme ich dann auf die Diskurse über lesbische Häftlinge zu sprechen. Weibliche Homosexualität war im Dritten Reich, wie gesagt, kein Straftatbestand. Das Pendant zu männlicher Homosexualität, die auf der Basis des Paragraphen 175 verfolgt wurde, war nicht weibliche Sexualität. Deutlich wird hier die Asymmetrie im bürgerlich tradierten Geschlechterverhältnis. Weibliche Sexualität war in der öffentlichen Wahrnehmung nicht existent bzw. auf die Gebärfähigkeit von Frauen beschränkt. Im Unterschied zur männlichen Sexualität, die in Politik und Kultur sich selbstbewusst und selbstverständlich artikulierte. Diese Asymmetrie fand unter anderem ihren Ausdruck in der Benennung und Programmatik der 1936 gegründeten Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexualität und der Abtreibung, die ihren Sitz im Reichskriminalpolizeiamt am Werderschen Markt in Berlin hatte. Der Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei, Heinrich Himmler, suchte mit dieser Einrichtung, ich zitiere, die homosexuelle Betätigung einer nicht unerheblichen Schicht der Bevölkerung zu bekämpfen, die er als Volksseuche beschrieb. Mit dem Begriff der Homosexualität ist in dem zitierten Geheimerlass nur die männliche Homosexualität gemeint, ein Umstand von offenbar so großer Selbstverständlichkeit, dass Himmler ihn nicht einmal erwähnenswert fand. Homosexualität ist per se männliche Homosexualität. Der Status autonomer Sexualität wird einzig Männern, aber nicht den Frauen zugeschrieben.
Infolgedessen ist im Kontext der von der NS-Ideologie propagierten heteronormativen Zweigeschlechtlichkeit das Pendant zur männlichen Homosexualität auch nicht weibliche Homosexualität. Weibliche Sexualität ist, wie gesagt, relevant einzig im Hinblick auf die Gebärfähigkeit, weshalb Himmler das Pendant zu männlicher Homosexualität in der, Zitat, hohen Zahl der Abtreibungen erkannte, die er als, Zitat, eine erhebliche Gefährdung der Bevölkerungspolitik und der Volksgesundheit wahrnahm. Bevölkerungspolitik und Volksgesundheit sind folglich die Referenzpunkte der Reichszentrale, unter denen so grundsätzlich verschiedene Phänomene wie Homosexualität und Abtreibungspraxis zusammengedacht wurden. Die deutsche Volkskraft, in Anführungszeichen, erfuhr durch die diskursiv nicht existente weibliche Homosexualität keine Beeinträchtigung, wohl aber durch Verstöße von Frauen gegen die pronatalistische Bevölkerungspolitik. Indes sind Programm und Name der Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexualität und der Abtreibung nur Symptom eines kulturell tradierten Musters. Die Kategorie der weiblichen Homosexualität war überhaupt erst Ende des 19. Jahrhunderts zunächst als wissenschaftliche Kategorie entstanden. Ein Beispiel sind die Studien des Berliner Arztes Dr. Wilhelm Hammer, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts seine Einsichten in Liebesbeziehungen von Frauen umfangreich publizierte. Hammers Studienobjekte waren zumeist junge Frauen, die von der Sittenpolizei aufgespürt und in Erziehungshaft bzw. in Stiften oder Heimen für gefallene Mädchen festgesetzt worden waren. Anders wären zu jener Zeit Phänomene weiblicher Homosexualität wissenschaftlich wohl auch kaum greifbar gewesen. Liebesbeziehungen von Frauen in bürgerlichen Kreisen blieben zumeist unsichtbar oder wurden zugunsten des Bildes der domestizierten und entsexualisierten Frau unter dem Begriff der Freundschaft gefasst. Die wissenschaftliche Systematisierung weiblicher Homosexualität erfolgte also zunächst im Umfeld sogenannter gefallener Mädchen. Möglicherweise kann dieser Umstand zur Klärung der Frage beitragen, warum traditionell so konsequent weibliche Homosexualität mit Asozialität, Promiskuität und Prostitution assoziiert wird. Noch die Vielzahl der nationalsozialistischen Verfolgungsgründe von Frauen, wie auch die Sprache der entsprechenden Gesetze, Erlasse und Verordnungen, dokumentieren das Amalgam von Vorstellungen anthropologisch unerwünschter, minderwertiger und erbbiologisch belasteter Frauen mit sexualisierten Bildern moralischer Verworfenheit. Hier einige Beispiele. Frauen sind im Dritten Reich aufgrund von sexuell und sozial deviantem Verhalten verfolgt worden, als Volksschädlinge, Asoziale und Prostituierte, wegen staatsabträglichen Verhaltens, in meinen Anführungszeichen, Umgangs mit Fremdvölkischen, Wehrkraftversetzung, Kuppelei, Rassenschande, aufgrund von Verbrechen und Vergehen wieder die Sittlichkeit oder wegen Verstößen gegen das gesunde Volksempfinden, das Heimtückegesetz oder gegen die Verordnung zum Schutz von Ehe, Familie und Mutterschaft wurden zahllose Frauen verurteilt und inhaftiert. Vor diesem Hintergrund hat die Historikerin Laurie Marhoefer den Begriff der intersektionalen Form der nationalsozialistischen Verfolgung lesbischer Frauen ins Gespräch gebracht. Wenn weibliche Homosexualität für sich gesehen kein Verfolgungsgrund war, so spielte sie doch im Zusammenwirken mit weiteren Verdachtsmomenten durchaus eine Rolle. Marhoefer spricht in diesem Zusammenhang auch von einem Geschlechtsnonkonformismus, von einer Überschreitung gängiger Geschlechternormen wie Androgynität, weiblicher Maskulinität, Crossdressing und Transvestizismus. Frauen wurden aufgrund eines unkonventionellen Geschlechtsausdrucks belästigt, terrorisiert und der Gewalt des Staates, der Parteifunktionäre und feindseliger Nachbarn ausgesetzt.
Den Begriff der Intersektionalität als Merkmal nationalsozialistischer Verfolgungspraxis entwickelt Marhoefer unter anderem an der Biografie von Ilse Totzke. Ilse Totzke, die aus dem Elsass stammte, geriet aus verschiedenen Gründen in das Visier der Gestapo. Weil sie Kontakt zu Jüdinnen und Juden pflegte und drei Frauen bei der Flucht in die Schweiz zu unterstützen versuchte, weil man sie verdächtigte, für Frankreich zu spionieren und weil sie als, Zitat, nicht normal veranlagt und als, Zitat, Männerhasserin denunziert wurde. Geschlechtsnonkonformismus konnte die Aufmerksamkeit des NS-Regimes auf Frauen lenken, so Marhoefer, auch wenn es nicht die Homosexualität als solche war, die zur Verhaftung führte. Ilse Totzke überlebte das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück, in das sie 1943 im Alter von 30 Jahren überstellt wurde. Anders die in Hamburg geborene Mary Pünya. Ihr wurde sowohl ihre jüdische Herkunft als auch ihre offenbar lesbische Lebensweise zum Verhängnis. Rassismus und Homophobie finden sich in dem Urteil des KZ-Arztes Dr. Friedrich Mennecke verflochten, der sie 1942 in Ravensbrück begutachtete, selektierte und mit folgendem Wortlaut beschrieb: verheiratete Volljüdin, sehr aktive Kesse Lesbierin, suchte fortgesetzt lesbische Lokale auf und tauschte im Lokal Zärtlichkeiten aus. Zitat Ende. Die damals 38-jährige Mary Pünya wurde aufgrund dieser Beurteilung in die sogenannte Heil- und Pflegeanstalt Bernburg überstellt und dort mit Giftgas ermordet. Für männliche wie für weibliche homosexuelle bzw. geschlechtsnonkonforme Menschen war die Gefahr einer Verfolgung größer, wenn sie der Unterschicht bzw. der unteren Mittelschicht angehörten. Bürgerliche Frauen und Männer konnten in der Regel relativ unbehelligt leben, wenn sie eine diskrete Partnerschaft, so Michael Schwarz, eingingen oder bereit waren, ihr Sexualleben zu unterdrücken. Wenn man sich die Haftgründe derjenigen Frauen näher anschaut, die in Ravensbrück gefangen waren und die in den Akten, Vermerken oder auch von Mithäftlingen als Lesben bezeichnet wurden, fällt auf, dass diese Frauen häufig auch als Prostituierte galten. Zum Beispiel Anna Eismann, die offenbar tatsächlich ihren Lebensunterhalt als Prostituierte verdienen musste und, Zitat, in einem lesbischen Verhältnis mit der Arbeiterin Anna Diebenkorn lebte. Verhaftet wurde sie wegen Diebstahls und weil sie gegen die Kontrollauflagen gegenüber Prostituierten verstoßen hatte. Im Jahr 1939 überstellte man sie mit dem Haftgrund asozial nach Ravensbrück und anschließend nach Auschwitz, wo sie 1942 zu Tode gekommen ist. Ein weiteres Beispiel ist die damals arbeitslose Hilde Pato. In ihren Akten heißt es, sie habe, Zitat, offenbar in lesbischen und prostituierten Kreisen ein unstetes Zigeunerdasein geführt. Zitat Ende. Pato wurde im Sommer 1939 in das Hamburger Gefängnis Fuhlsbüttel überführt. Ihre weiteren Haftstationen sind unbekannt. In dieser Charakterisierung Hilde Patos treffen gleich drei Stigmatisierungsstrategien intersektional aufeinander: Lesbe, Prostituierte und Zigeunerin zugleich. Ich komme darauf zurück. Im Kontrast zu den hier genannten Hilde Pato, Anna Eismann, Ilse Totzke und Mary Pünya möchte ich kurz noch die österreichische Sozialdemokratin Rosa Jochmann erwähnen. In Ravensbrück verliebte sie sich offenbar in die deutsche Kommunistin Cilli Helten und ging mit dieser eine Lebensgemeinschaft ein, die bis zu deren Tod 1974 währte. Ein Ring dieser beiden Frauen ist in der Hauptausstellung der Gedenkstätte Ravensbrück zu sehen. Auch Rosa Jochmann wurde sogar noch nach Ende des Zweiten Weltkrieges von ehemaligen Häftlingen als Lesbe beschimpft. Ihre diskrete Partnerschaft mit Cilli Helten im Lager ist ihr aber nicht zum Verhängnis geworden. Was nun sagen die Erfahrungsberichte, die Überlebende des Frauenkonzentrationslagers nach 1945 anfertigten?
Veröffentlichte wie unveröffentlichte Berichte bilden einen zentralen Bestandteil des Archivs der Gedenkstätte Ravensbrück. Meine folgenden Überlegungen basieren auf diesen Berichten sowie einigen Berichten von Frauen, die das 1942 gegründete Frauenlager Auschwitz überlebt haben. These ist, dass es sich bei der Figur der Lesbierin um eine Version der sexualisierten Frau handelt, um ein Modell abweichender Sexualität, um eine Kategorie des Andersseins. Die Lesbierin ist als Asoziale und Kriminelle eine externalisierte Andere, die mit der Reinheit der eigenen Haftgruppe nichts gemein haben kann und darf. Das Thema weiblicher Homosexualität wird von den ehemaligen Mithäftlingen angesprochen, einzig zu dem Zweck, das Profil der eigenen Gruppenidentität als Positivum hervortreten zu lassen. Ein Beispiel ist Wanda Poltawska, ehemaliger Häftling im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück, die gleich nach ihrer Rückkehr nach Polen über ihre Hafterfahrungen schrieb, ich zitiere, die lesbische Liebe verbreitete sich wie eine Epidemie. Es war wie eine Seuche, wie ein Brand, wie eine Leidenschaft. Weibliche Homosexualität wird in den Erinnerungsberichten Überlebender immer wieder als Epidemie, als Krankheitsbefall definiert. Zweitens heißt es, in der Abwesenheit der Männer läge der Hauptgrund für die Hinwendung zur Frau. Ein drittes Argument hebt die Verworfenheit, das Lasterhafte weiblicher Homosexualität hervor, wie beispielsweise Isa Vermehren in ihren Erinnerungen. Der Strafblock, schreibt sie, war die Brutstätte jener wirklich lesbischen Liebe mit allen abstoßenden Erscheinungen ihrer verzerrenden Wirkung. Die jüngeren Insassinnen des Strafblocks waren zum größeren Teil diesem Laster verfallen. Stigmatisierung bedeutet, so der Soziologe Sigmund Baumann, dass die öffentliche Aufmerksamkeit irgendein sonst unauffälliges und unbedeutendes Merkmal einer Gruppe nun als sichtbares Zeichen eines verborgenen Fehlers interpretiert oder auch als ein Zeichen des Unglücks. Das Wesen des Stigmas ist die Betonung der Differenz, die eine permanente Ausgrenzung rechtfertigt. Die Betonung der Differenz artikuliert sich unter anderem in der bereits vorhin erwähnten Verbindung von weiblicher Homosexualität, Devianz und Asozialität. Immer wieder ist in den Berichten davon die Rede, dass lesbisches Verhalten ausschließlich unter den Schwarzwinkligen, den sogenannten Asozialen bzw. den Frauen, die als sogenannte Kriminelle einen grünen Winkel trugen, verbreitet war. Symptomatisch ist die folgende Äußerung von Margarete Buber-Neumann. Zitat, leidenschaftliche Freundschaften waren unter den Politischen genauso häufig wie unter den Asozialen und den Kriminellen. Nur unterschieden sich die Liebesbeziehungen der Politischen von denen der Asozialen oder der Kriminellen meistens dadurch, dass die einen platonisch blieben, während die anderen ganz offen lesbischen Charakter hatten. Zitat Ende. Weibliche Homosexualität wird in den Erinnerungsberichten erstens als Epidemie beschrieben und zweitens als Kompensation des lagerbedingten Männermangels. Drittens hat es offenbar auch eine Art Nahrungsmittelprostitution gegeben, wie es in einer französischen Quelle heißt. Zitat, wenn sich der Julot, an den sich die Gefangene heranmachte, in der Küche arbeitete oder Pakete erhielt. Diese Form des Verfalls, so heißt es in dem Bericht weiter, betraf uns, also die französische Gruppe, kaum, gab uns aber Anlass zu vielen Witzen und Liedern. Eine solche Ironisierung des Julot findet sich beispielsweise in Germaine Tillons Operette Le Verfügbar aux Enfers, die Tillon im Herbst 1944 in Ravensbrück verfasst hat. Dort tritt ein Chœur de Julot auf, ich zitiere, regardez comme nous sommes chic, comme nous sommes gras, comme nous sommes beaux. Den Julot scheint es in Ravensbrück gut zu gehen. Sie erscheinen in Tillons Operette als die Champions des Diebstahls und der Schwindelei. Sie verfügen über die besten Arbeitsplätze in Küche, Kantine und Büro. Sie haben Zugang zu Wurst, Margarine, Gemüse und Zigaretten und tragen Lederschuhe und neue Kopftücher.
Weibliche Homosexualität erscheint auch hier als ein persönliches Laster, als charakterlich begründeter Ausdruck moralischer Verworfenheit. Dabei dient die gesellschaftlich tradierte homophobe Stigmatisierung der Figur der Lesbierin, wie auch der Prostituierten, in erster Linie der Betonung eigener moralischer Überlegenheit. Unter den Extrembedingungen der Häftlingsgesellschaft in den Konzentrationslagern, das heißt auch unter den Bedingungen einer erzwungenen Uniformierung, scheint der Wunsch nach Distinktion, nach dem Ausweis eigener Überlegenheit und Intaktheit für viele Häftlinge besonders wichtig gewesen zu sein. Unter dem Druck des Lagerlebens haben sehr viele scharfe Trennungslinien gezogen zwischen der eigenen Gruppe und dem verachtungswürdigen und deshalb auszuschließenden anderen. Eine kuriose Variante dieses Distinktionsbegehren ist die Stigmatisierung weiblicher Homosexualität als nationales Phänomen. Karolina Lanskoronska, polnische Aristokratin, schreibt in ihren Erinnerungen an Ravensbrück, das Lesbischsein sei, Zitat, unter den deutschen Frauen im Lager weit verbreitet gewesen. Ähnlich wie die Niederländerin Anne Behrensen, der zufolge sogar alle deutschen Häftlinge lesbisch gewesen seien. Entsprechend argumentiert auch Wanda Poltawska, die, ich zitiere, über die meist deutsch-zigeunerischen Paare, Zitat Ende, spricht. Die Historikerin Joanna Ostrowska, die Erinnerungen polnischer Frauen an Auschwitz untersucht hat, kommt ihrerseits zu dem Schluss, dass in polnischer Perspektive weibliche Homosexualität eine deutsche Krankheit war. Wenn polnische Überlebende, Zitat, die lesbischen Frauen überhaupt erwähnen, dann geht es um Deutsche, die andere Frauen verführten, ausnutzten, verfolgten und sie zur homosexuellen Liebe zwangen. Zitat Ende. Aber auch im Bericht einer ehemaligen französischen Deportierten heißt es, Zitat, Homosexualität, die unter den deutschen Strafgefangenen und sogar unter den politischen einiger Nationalitäten verbreitet war, kam unter den Französinnen äußerst selten vor. Lesbisch, so viel ist klar, sind immer die anderen, die feindliche Gruppe, von der es sich abzugrenzen gilt. Nun genossen die deutschen Häftlinge als Angehörige des kriegsführenden Dritten Reichs in der Perspektive der übrigen Deportierten meist ohnehin wenig Ansehen. Hinzu kam, dass viele deutsche Funktionen im Lager ausübten, wie beispielsweise Clara Pförtsch, genannt Leo. Auf ihren letztlich tragischen Fall möchte ich an dieser Stelle kurz eingehen, auch deshalb, weil sie in der Erinnerungsliteratur zahlreiche Spuren hinterlassen hat. Ich zitiere beispielsweise Margareta Glas-Larsen. Dann hatten wir einen Capo, eine Deutsche, die wir Leo nannten und die eine Lesbierin gewesen ist, wie ein Mann ausgesehen hat. Die bereits vorhin erwähnte Wanda Poltawska beschreibt Förtsch als schlagende Lagerpolizistin. Ein eindringliches, detailliertes und gleichwohl homophobes Porträt einer Deutschen namens Leo findet sich unter anderem auch in Sophia Posmus' Roman Urlaub an der Adria, der in Ost-Berlin 1985 erschien. Clara Pförtsch, geboren 1908, war Textilarbeiterin. Im Alter von 18 Jahren ist sie in die KPD eingetreten. In den 1930er Jahren wurde sie zweimal wegen Hochverrats verhaftet und unter anderem vom Volksgerichtshof angeklagt. Offenbar hatte sie sich in München an Straßenkämpfen zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten beteiligt. Nach Ravensbrück kam sie im Frühjahr 1940 als politische Gefangene und wurde dort ein Jahr später Lagerälteste. Das ist die höchste Position, die eine KZ-Gefangene erreichen konnte. Im Oktober 1942 wurde Pförtsch nach Auschwitz versetzt, wo sie an Typhus erkrankte, und im Herbst 1944 nach Geislingen, einem Außenlager von Dachau. In all diesen Lagern bekleidete sie das Amt der Lagerältesten und hatte diese Funktion offenbar auch im KZ-Außenlager München-Allach inne, wo sie 1945 von der US-Armee befreit wurde. Im Jahr 1949 wurde Pförtsch von einem französischen Militärgericht wegen extremer Grausamkeit zum Tode verurteilt.
Das Gericht beschrieb sie als eine femme terrible mit einem kriminellen Charakter. Rosa Jochmann, von der bereits die Rede war, gehört neben dem SPD-Vorsitzenden Kurt Schumacher zu denjenigen, die zu Förtsch Entlastung beitragen wollten. Ich zitiere Rosa Jochmann: Ich möchte betonen, dass ich das Schlagen von Häftlingen immer verdammt habe und dass ich mich deshalb oft über Clara Förtsch geärgert habe. Aber sie hat niemanden in Ravensbrück umgebracht und es ist auch wahr, dass sie vielen dort geholfen hat. Das Todesurteil gegen Clara Förtsch wurde 1950 in lebenslange Haft umgewandelt. 1957 wurde sie vorzeitig entlassen. Sie war damals 51 Jahre alt und physisch wie psychisch vollständig gebrochen. Sie blieb allein und lebte von der Sozialhilfe den Rest ihres Lebens. Ihr Todesdatum ist nicht bekannt. Letztlich ist wohl Rosa Jochmann zuzustimmen, die in ihrem Entlastungsschreiben zu Clara Förtsch urteilte, Zitat: Sie hat sich dem schrecklichen Mahlstrom dieses Lagers ergeben und man muss sagen, dass sich wohl jeder in ihrer Position mit ihren psychischen Voraussetzungen nicht sehr viel anders verhalten hätte. Zwei wiederkehrende Stereotypen in den Erinnerungsberichten ehemaliger Häftlinge sind die Megere und das Mannweib. Als Megeren beschreibt beispielsweise Fania Fenelon zwei asoziale Deutsche, zwei dumme Scheusale, Capo Hilde und ihre geliebte Inge. Megaira ist in der griechischen Mythologie eine der drei namentlich bekannten Erinnyen. Es handelt sich um Rachegöttinnen, die als alte Frauen mit Schlangenhaar, Fledermausflügeln und blutunterlaufenden Augen vorgestellt werden. Statt Menschen haben sie Hundeköpfe. Die Megere ist Inbegriff der verwerflichen Frau und durchkreuzt stets erneut die Zivilisationsgeschichte. In den 1920er Jahren als aufständige Kommunistin, im Zweiten Weltkrieg als Flintenweib, nach 1945 auch als SS-Aufseherin oder eben als lesbischer KZ-Häftling. Im Unterschied zum Bild der hundsköpfigen Megere, das Weiblichkeit mit dem Tier in eins setzt, markiert das Mannweib, der Begriff sagt es selbst, eine Grenzverletzung auf dem Feld tradierter Geschlechternormen. In dem Terminus klingt noch der Schrecken nach, den der Einsatz von Frauen in traditionellen Männerberufen seit der Jahrhundertwende und vermehrt noch nach dem Ersten Weltkrieg ausgelöst hat. Der Erste Weltkrieg war Anlass dafür, dass Frauen Arbeit in Industrie und Verwaltung aufnahmen. Die Angst der Männer vor Arbeitslosigkeit verband sich mit Vorstellungen, denen zufolge harte körperliche Arbeit Frauen vermännliche und darüber hinaus ihrer Fruchtbarkeit und Gebärfähigkeit abträglich sei. Frauen in Männerkleidung, etwa in den Uniformen der Straßenbahnschaffnerinnen, avancierten zum Leitbild dieses Angstphantasmas. Im Bild des Mannweibes verdichten sich darüber hinaus Angstvorstellungen, die weit älter sind als die Geschichte von Frauen in Männerberufen. Gleichzeitig sind sie bis heute virulent. So wurde bereits der Aufstieg der Suffragettenbewegung seit 1870 von der englischen Presse in diskriminierender Absicht kommentiert, und zwar mit Hilfe von Karikaturen und Fotos, die Frauen in Männerkleidung zeigen. Im westlichen Nachkriegsdeutschland war lange Zeit das antikommunistische Stereotyp der vermännlichten Frau in der Ostzone verbreitet, die drüben zur Männerarbeit gezwungen wurde und auf ihre Kinder verzichten müsse, weil diese in Heimen politisch indoktriniert würden. Noch 1970 galt das Erscheinen einer Abgeordneten im Hosenanzug im Deutschen Bundestag als Skandalon. Das Mannweib ist eine Abwehrkonstruktion, geeignet, überall dort reaktualisiert zu werden, wo sich Männer in ihrer gesellschaftlichen Existenz durch öffentlich auftretende Frauen bedroht fühlen. Auch in den Erinnerungsberichten Überlebender des KZ Ravensbrück ist das Mannweib ein Skandal per se. Zitat: Ich wusste wirklich nicht, ob diese Person wirklich eine Frau sein sollte, notiert beispielsweise Ilse Hunger, kommunistischer Häftling in Ravensbrück, über die bereits erwähnte Leo. Und Wanda Poltawska: Es gab immer mehr von diesen männlichen Frauen mit steifen Krägelchen, rasiert, mit hohen Schuhen und tiefen Stimmen,
Diese Männer standen vor den Blöcken und taxierten die vorübergehenden Frauen. Inbegriff weiblicher Homosexualität ist die maskuline, die falsche Frau. Sie stellt die Polarität tradierter Geschlechterstereotypen in Frage. Die Lesben, nochmal Zitat, die Lesben sind unter ihren Kleidern wie Männer angezogen, heißt es in einem der französischen Berichte. Diese Frauen halten also etwas verdeckt, sie sind zwielichtig, es könnte einen schon fast gruseln. Wie gesagt, haben Angstvorstellungen wie diese eine lange Vorgeschichte. Der Topos der sexualisierten Frau ist in der westlichen Kultur seit dem 19. Jahrhundert virulent. Die Prostituierte ist ebenso wie die Lesbierin Inbegriff illegitimer sexueller Aktivität, die als negativ dargestellt wird. In der Vorstellung von der sexualisierten Frau ist diese mit Krankheit assoziiert. Sie ist primitiv, triebhaft, ungezügelt und wird als Quelle der Verschmutzung wahrgenommen. Während nun die Prostituierte noch im Rahmen einer heterosexuellen Ökonomie agiert, hat die Lesbe auch noch diese Rahmung hinter sich gelassen. Vorherrschend ist, wie die Soziologin Sabine Haag formuliert, das Bild der verfemten, perversen, monströs maskulinen, bisweilen krankhaft kriminellen Außenseiterin, die die Ordnung der zwei diametral entgegengesetzten Geschlechtscharaktere männlich-weiblich in Frage zu stellen scheint. Weibliche Homosexualität ist, so Judith Butler, ein Schauplatz der Störung, des Irrtums, der Verwirrung und des Unbehagens. Die Mehrheit der zitierten Erinnerungsberichte ist Folgendes gemein. In ihnen werden, um eine Formulierung von Butler noch aufzugreifen an dieser Stelle, alle Formen der Homosexualität ausgelöscht, reduziert, um anschließend als Schauplätze radikaler, homophober Fantasien rekonstituiert zu werden. Das bedeutet, dass die Realgeschichte weiblicher Homosexualität im Lager, wenn überhaupt, nur als Spur und Reminiszenz in den Texten zum Ausdruck kommt. Die soziale Konstruktion anomaler Individuen, so Sabine Haag, stellt eine Externalisierung dar. Sie besteht darin, Personen für eine Darstellung zu rekrutieren, an der eine aktuell gesuchte Unterscheidung von uns und denen hergestellt werden kann. Mit anderen Worten, diese Personen bilden den Rand einer Kultur, der konstitutiv ist für die Normalität derer, die dazugehören. Häftlinge haben mit Hilfe homophober Konstruktionen soziale Unterschiede markiert, um ihre Gruppenidentität zu stärken und moralische Überlegenheit zu demonstrieren. Man kann sich vorstellen, dass die Lebensbedingungen der lesbischen Frauen, die ihre Beziehung zueinander nicht als diskrete Partnerschaft zu kaschieren wussten, alles andere als einfach waren. In polnisch-katholischer Perspektive zeigte sich in diesen Frauen gar, ich zitiere, der Antichrist aus der Hölle. Ich komme zu meinem abschließenden Teil, zur Gegenwart. Lange Zeit war es nicht möglich, dieser Frauen in der Gedenkstätte Ravensbrück öffentlich zu gedenken. Eine Gedenkkugel, die an sie erinnert, wurde bereits 2015 geschaffen und in der Gedenkstätte niedergelegt. Da die Setzung dieses Gedenkzeichens zuvor nicht beantragt und also in den Stiftungsgremien, in denen der LSVD Berlin-Brandenburg über einen eigenen Sitz verfügt, nicht verhandelt worden war, musste sie entfernt werden und fand Heimstatt im Sekretariat der Gedenkstätte. Die Stifterinnen wurden gebeten, ihr Gedenkzeichen nun auch offiziell zu beantragen. Zugleich stellte auch der LSVD Berlin-Brandenburg erneut Anträge, von denen sich keiner als konsensfähig erwies. Vier Argumentationsfiguren waren Anlass, das Gedenkzeichen zur Erinnerung an lesbische Häftlinge stets erneut abzulehnen. Erstens. Die Vorstellungen Besucherinnen der Gedenkstätte Ravensbrück könnten aus der Existenz eines Gedenkzeichens auf eine Verfolgungsgeschichte von lesbischen Frauen schließen, obgleich weibliche Homosexualität kein Haftgrund war. In der Tat war weibliche Homosexualität in Deutschland, wie erwähnt, kein Straftatbestand. Lesbische Frauen waren auch nicht durch ein spezielles Gesetz bedroht, sondern durch eine Vielzahl von Faktoren.
Hinzu kommt, dass die nationalsozialistischen Verfolgungskategorien in nur wenigen Fällen identisch sind mit den Gruppen, die in Ravensbrück durch Gedenkzeichen geehrt werden. Französinnen, Polinnen, Niederländerinnen, Kinder und andere mehr sind nicht aufgrund ihrer nationalen oder generationellen Zugehörigkeit verfolgt worden und dennoch sind ihnen in Ravensbrück Gedenktafeln gewidmet. Es ist also durchaus üblich, Häftlingsgruppen unabhängig von den jeweiligen Verfolgungsgründen zu ehren, sodass sich die Frage stellt, warum nun gerade im Fall lesbischer Häftlinge der Verfolgungsnachweis erbracht werden soll. Zweitens. Von der damaligen Präsidentin des Internationalen Ravensbrück-Komitees, Annette Chalut, Überlebende der Konzentrationslager Ravensbrück und Bergen-Belsen, von ihr kam die Feststellung, dass es in Ravensbrück durchaus so etwas, sie meinte lesbische Beziehungen, gegeben habe. Aber ob die betroffenen Frauen damit einverstanden wären, dass man ihnen heute eine Gedenktafel widmet, das würde sie doch sehr bezweifeln. Auch wenn ihre These hypothetisch bleiben muss, hat Chalut die Lage vermutlich treffend beschrieben. Zugleich illustriert und perpetuiert ihr Argument den prekären Status lesbischer Identität. Judith Butler argumentiert, Unterdrückung funktioniere eben nicht nur durch offene Verbotsakte, sondern auch durch die Konstituierung brauchbarer Subjekte und durch die daraus folgende Konstituierung eines Gebiets unbrauchbarer Unsubjekte. Diese würden innerhalb der Ökonomie des Gesetzes weder beim Namen genannt noch verboten werden. Hier funktioniert Unterdrückung durch die Produktion eines Gebiets der Undenkbarkeit und der Unaussprechlichkeit. In der Thematisierung der im Dritten Reich verfolgten Lesben wird dieses Gebiet der Undenkbarkeit und der Unaussprechlichkeit fraglos stets erneut produziert, wie Chalus Argument deutlich werden lässt. Drittens. Ein auf einem Gedenkzeichen genannter Verfolgungsgrund müsse auch ein von den Verfolgern bewusst intendierter sein. Es dürfe sich also nicht um ein, Zitat, ein persönliches Merkmal von Verfolgten handeln, lautet ein weiteres Argument. Nun handelt es sich bei weiblicher Homosexualität keineswegs um ein persönliches Merkmal, sondern bestenfalls um eine Lebensform, die einem historisch wie kulturell perpetuierten homophoben Stigma unterworfen ist. Die Lesbierin ist Inbegriff illegitimer, negativ konnotierter sexueller Aktivität. Dies ist auch der Grund, warum eine ihr gewidmete Gedenktafel das hegemoniale Gedenknarrativ, das nur als würdig erachtete gesellschaftliche Gruppen einschließt, durchkreuzen würde. Viertens. Der Ort eines ehemaligen Konzentrationslagers sei nicht geeignet, um exemplarisch für die Erfahrung alltäglicher Ausgrenzung und Diskriminierung von Lesben zu stehen. Dieses Argument übersieht, dass es alltägliche Ausgrenzung und Diskriminierung auch in Konzentrationslagern gegeben hat. Das medial vermittelte Bild dieser Lager steht heute für Extrempraktiken aller Art. Gleichwohl hat es auch im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück im Lauf seiner 6-jährigen Existenz so etwas wie Alltag gegeben. Ein Alltag, der für lesbische Häftlinge von krassen homophoben Anfeindungen nicht nur seitens der SS, sondern auch der Mithäftlinge geprägt war. Ein weiterer Grund, warum das ehemalige Frauenkonzentrationslager der richtige Ort ist, um die Situation nicht nur lesbischer Häftlinge, sondern auch lesbischer Frauen im Nationalsozialismus zu thematisieren, ist folgender. Seit dem Fall der Mauer steht das Frauen-KZ Ravensbrück im Zentrum der historischen Frauen- und Geschlechterforschung. Nationalsozialistische Geschlechterpolitiken, die Frage nach dem Widerstand von Frauen, die sogenannte Opfer-Täterinnen-Debatte und weitere Themen wurden stets im Kontext mit der Geschichte des KZ Ravensbrück diskutiert. Darüber hinaus bilden geschlechterhistorische Fragestellungen einen zentralen Schwerpunkt der Arbeit der Gedenkstätte, sodass es geradezu seltsam wäre, lesbische Lebensweisen nicht genau an diesem Ort zum Thema zu machen. Nach der Anfertigung eines wissenschaftlichen Gutachtens 2021 und einer insgesamt 7-jährigen Debatte war es dann am 1. Mai 2022
dem 77. Jahrestag der Befreiung des KZ Ravensbrück so weit, dass das Gedenkzeichen für die lesbischen Häftlinge in der Gedenkstätte niedergelegt werden konnte. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.